Ja, es gibt wieder ein bisschen mehr. Viel ist zwar wieder mal nicht passiert, aber inzwischen läuft die PWM-Generierung auf meiner Transbox-Platine. Ich habe da einfach ein paar, also eine alte Platine, die ich noch gehabt habe, wiederbelebt. Ich brauche auch nicht viel, da ist ein Atmega drauf und von dem gehe ich direkt raus auf den Optokoppler, den ich jetzt in meiner galvanischen Trennungsplatine habe. Da ist ein DC-DC-Wandler und ein Optokoppler und auf der Ebene in etwa wird das getrennt. Hier kommt 12 Volt rein und die Ansteuerung für den Optokoppler und hinten raus geht es zum IGBT. Ein kleines Extra, ich sehe jetzt, wie die PWM eingestellt ist, also den Wert. Es geht von 0 bis 256, beziehungsweise eben 0 bis 255. Hier sieht man ein kleines Problemchen, das ich noch habe, aber da werde ich nicht viel machen können. Erst ab ungefähr 4 fängt der Motor an sich zu drehen. Da gehen mir so ganz grob 2 bis 3 Mikrosekunden im Signal ab. Die verschwinden einfach. Das ist zum einen der Optokoppler und zum anderen hat auch mein Schnittstellen-Treiber, also mein IGBT-Treiber, eine gewisse Zeitverzögerung drin. Das haben die Dinger, damit sich die Signale nicht gegenseitig überschneiden, wenn man Brücke damit ansteuert. Aber das soll jetzt nicht weiter stören. Man sieht jetzt hier, wenn ich bei 0 anfange, 0 ist 0, Motor steht. Man sieht es, also 0 ist 0, irgendwo bei 4 geht es los, da kriegt dann der Motor seine ersten Signale. Es schaut auf dem Ostsee so aus, da kommt jetzt ziemlich wenig, das Geflimmer da unten ist weniger wichtig. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Strom und dann kommt da ein bisschen mehr durch. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte, schauen wir mal. 128, genau, das ist also die Hälfte von 255. Und wenn ich voll aufdrehe, man hört es vielleicht auch, der Motor läuft schneller. Und bei 255 läuft er mit voller Geschwindigkeit. Und der IGBT hat dauernd durchgeschaltet. Der zieht den Motor auf Masse, darum ist jetzt der Pegel unten. Wenn ich wieder zurückgehe, das war jetzt mein IGBT ohne Snubber-Elko bei ungefähr 30 Volt. Den Effekt von dem Snubber wollte ich noch zeigen, genau. Und zwar, wenn ich jetzt den Motor langsam laufen lasse und ich diesen Kondensator hier dranhänge, dann verschleift er das Signal. Achtung, weg. Und jetzt ist er dran. Das ist also viel zu viel, was der Kondensator macht. Die schrägen Striche, das ist einfach das Umladen von dem Kondensator. Und nach unten geht es natürlich senkrecht, weil der IGBT voll durchschaltet. So geht es nicht, wenn jetzt die Stromstärke höher ist, aber da habe ich jetzt zu wenig Hände, dann wird es besser. Aber ich schätze, dass ich letztendlich da gar keinen so großen Kondensator brauchen werde. Irgendwo so zwischen ja, einem halben und einem Mikrofarad müsste letztendlich passen. Bis zum nächsten Mal.